Hey Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video im Jahr 2021. In diesem Sinne euch auch noch nachträglich ein ganz, ganz frohes und hoffentlich gesundes neues Jahr, dass sich all eure Wünsche erfüllen mögen. Und ja, im letzten Jahr haben sich noch einige Fragen rund um meine Skoliose angesammelt, die ich mir jetzt alle aufgeschrieben habe und mit euch zusammen besprechen will. Also es wird jetzt mein zweites Q&A über meine Skoliose. Falls ihr das erste noch nicht gesehen habt, ist es unten in der Bio verlinkt, genauso wie auch all meine anderen Videos, die ich zu Skoliose, über meinen Korsett, über meine Reha-Aufenthalte geschrieben habe, findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Genau, dann würde ich aber sagen, labern wir jetzt gar nicht mehr groß drum rum und starten direkt mit den Fragen. Ihr wart nämlich sehr interessiert, was meine Erkrankung, sag ich mal, also meine Skoliose angeht. Und genau, wir beginnen mal mit den Fragen, die sich alle auf meine Reha beziehen. Zum einen wurde nämlich gefragt, wie alt warst du bei deiner ersten Reha und wie alt bist du jetzt? In meiner ersten Reha, die war 2015 und da war ich 15 und jetzt bin ich 21. Yay! Waren deine Eltern auch mal mit dir auf Reha? Also das sage ich auch in meinem Reha-Video. Genau 2015 sind sie, glaube ich, eine Woche lang dann auch in Bad Sobernheim gewesen. Also das ist eben der Kurort, wo meine Reha war. Aber jetzt, sie waren jetzt nicht in der Reha direkt, weil da darf man nur eine Begleitperson, ich glaube, bis 12 haben oder 13. Ich glaube aber 12 oder 11. Ja, ich glaube 12. Einigen wir uns mal auf die Mitte. Aber jedenfalls sind sie eine Woche auch in dem Kurort geblieben, haben sich dann dort eine Ferienwohnung gemietet. Und ja, waren dann eben am Wochenende da oder wir haben mal abends was gemacht. Aber ja, das sage ich eigentlich auch schon in dem anderen Video, dass ich sie... Also ich hatte halt am Anfang klar ein bisschen Schiss, so niemanden zu finden dort an Freunden, mit denen ich was machen könnte. Aber die Sorge war halt komplett unbegründet und deshalb sind sie dann auch in den nächsten Rehas gar nicht mehr mitgekommen. Also halt nur bei der Hin- und Abreise, außer bei der letzten Reha, da bin ich alleine hingereist. Aber ja, nee. Ansonsten waren sie nur bei der ersten Reha für eine Woche da, aber die nächsten drei Wochen war ich dann alleine dort, weil ich ja insgesamt vier Wochen da war in der ersten Reha. Genau. Über wen beantragst du immer die Reha? Über die Rentenversicherung? Oder bist du schon selbstversichert? Oder machst du immer einen Antrag für eine Kinder- und Jugendreha? Weil eine Kinder- und Jugendreha geht ja über die Rentenversicherung von den Eltern. Also machst du das immer? Okay, das war jetzt eine sehr, sehr, sehr lange Frage. Über wen beantrage ich meine Reha? Genau, wie du schon richtig vermutet hast, mache ich das über die Rentenversicherung, weil ich eben noch nicht selbstversichert bin, also ich bin noch familienversichert. Und genau, also die Kinder- und Jugendreha, ich weiß gar nicht, also wie gesagt, ging es halt immer über die Rentenversicherung. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das ablief, als ich minderjährig war, ob wir dann da speziell eine Kinder- und Jugendreha beantragt haben bei der Rentenversicherung. Aber ja, also wie gesagt, hatte ich dann noch keine Probleme mit 18 war ich ja auch noch da, also als ich schon volljährig war, reinzukommen, weil wir das dann auch wieder über die Rentenversicherung beantragt haben und ja, das eben aufgrund meines Schweregrads der Skoliose dann auch genehmigt wurde. Also ja, genau, es geht eben immer über die Rentenversicherung meiner Eltern, weil ich ja noch mit denen zusammen versichert bin. Übrigens habe ich jetzt gerade auch noch mal meine Mom gefragt, weil die sich eben genauer damit auskennt, wie jetzt genau der Antrag bei der Rentenversicherung aussah. Und es war tatsächlich eine Kinder- und Jugendreha. Auch noch als ich 18 war, ging es noch als Kinder- und Jugendreha durch. Aber wenn ich sie jetzt wieder beantragen würde, jetzt als Ü18, dann wäre es eine Erwachsenenreha. Wann gehst du wieder zur Reha? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also in nächster Zeit auf jeden Fall nicht, weil wie ihr ja vielleicht schon wisst, studiere ich ja jetzt schon im fünften Semester, nochmal kurz nachdenken, aber ja, im fünften Semester und genau, mein Studium geht jetzt noch zwei Semester, wenn ich Regelzeit mache, wenn nicht, dann drei Semester, also bin ich voraussichtlich irgendwann 2022 fertig und ich habe mir überlegt, dann vielleicht danach noch zu gehen, also vielleicht so, keine Ahnung, im Sommer oder Herbst 2022, aber das kommt halt drauf an, wenn ich danach unbedingt auch noch einen Master machen will, muss ich halt noch gucken, wie viel Zeit ich mir dann halt zwischen Bachelor und Master lasse, ob dann da noch eine Reha reinpasst. Ja, also das ist noch sehr ungewiss, aber ich will auf jeden Fall nochmal gehen, selbst wenn es irgendwie erst in 5 Jahren ist, wenn ich dann 25 bin. Aber wann genau ist noch ziemlich ungewiss. Okay, warum musst du immer noch ein Korsett tragen? Bei mir hat der Orthopäde schon mit 16 Jahren gesagt,
dass ein Korsett leider nichts mehr bringen würde. Deswegen wundert es mich, dass du eins hast. Also es ist so, ich habe ja ein Korsett von Ramuni. Und Ramuni, wie ich auch schon in meinem Korsett-Video angemerkt habe, macht ja wirklich eines der heftigsten Korsetts. Und deren Korsetts sind eben nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Also die haben zum Beispiel auch, soweit ich weiß, einige volljährige Patienten, die erst als Erwachsene ihr Korsett dort bekommen haben. Und das sogar dann noch was geholfen hat, obwohl deren Wachstumsfugen schon zu waren, weil wir ja schon angemerkt, die Ramuni-Korsetts sind wirklich ziemlich heftig. Also die korrigieren auch wirklich sehr gut, wie ja schon angemerkt. Und deshalb wurde eben zu mir gesagt, ja, wenn ich will, kann ich mein Korsett ab 18 noch weitertragen. Ich meine, klar, was jetzt auch kein Muss, weil wie gesagt, meine Wachstumsfugen ja schon zu waren. Aber es würde auf jeden Fall was bringen, dass es sich zumindest nicht verschlechtert. Und vielleicht sogar auch noch ein bisschen verbessert. Und es hat sich bei mir sogar auch noch ein bisschen verbessert, obwohl ich schon ausgewachsen war. Und jetzt war ich eben auch, wie gesagt, vor ein paar Monaten, das letzte Mal beim Röntgen, auch bei Ramuni. Und dann haben sie mich halt gefragt, ja, trage ich es denn noch? Dann ich so, ja, halt immer so circa 8 Stunden, halt nur noch über nachts. Und sie meinten dann, ja, das können sie auf freiwilliger Basis gerne weitermachen. Das schadet ja nicht, ganz im Gegenteil. Es kann helfen und deshalb, ja, mache ich es jetzt eben meistens noch nachts. Weil ich mir halt denke, ja, wie schon gesagt, also es schadet nicht. Im Gegenteil, es kann sehr helfen, dass sich die Skoliose eben nicht verschlechtert und vielleicht sogar noch verbessert, obwohl ich schon ausgewachsen bin. Genau. Ich überlege gerade, eine Fortbildung zum Schrottherapeuten zu machen. Wie weit hat dir die Therapie geholfen? Zum Beispiel Erfolge bei klinischen Untersuchungen. Also sehr, sehr cool. Ich würde dir auf jeden Fall mega ans Herz legen, diese Weiterbildung zu machen, weil ich halt persönlich, das habe ich auch schon in einem Schrot-Übungsvideo angekündigt, ich finde, das ist halt wirklich die aktivste, die beste Therapie, die man halt gegen eine Skoliose machen kann. Und ich denke, dass es bestimmt vielen Patienten helfen könnte, wenn es eben auch in ihrer Umgebung so eine Behandlungsmöglichkeit gibt. Weil ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, ich habe ja auch zuerst mit normaler Krankengym angefangen, weil ich damals noch gar nichts wusste von der Schrottherapie. Das wurde mir auch nicht von meinem Orthopäden empfohlen und die hat halt leider gar nichts gebracht. Und erst durch diese Schrottherapie in der Reha, aber die ich dann jetzt auch immer noch einmal die Woche mache, hat sich mein Rücken echt verbessert zusammen mit dem Korsett. Und deshalb würde ich es dir wirklich ans Herz legen. Ich finde es cool, dass du es vorhast zu machen, weil es ja, wie gesagt, auch wirklich keine unbekannte Krankheit mehr ist heutzutage. Und ja, also wie hat mir die Therapie geholfen? Also wie gesagt, schon angesprochen, ich hatte am Anfang, als meine Skoliose diagnostiziert wurde, unten um die 30 Grad. Das hat sich dann eben in dem halben Jahr, als ich nur normale Krankengym gemacht habe, nochmal um 10 Grad verschlechtert. Also da war ich kurz vor den 40 Grad. Und oben, glaube ich, hatte ich dann auch so 25 bis 30 Grad. Und heute bin ich bei unten 29 Grad und oben 22 Grad. Also man sieht, wie gesagt, durch Korsett und durch die Therapie hat sich das mega verbessert. Wie gesagt, könnt ihr ja auch in meinem Reha-Video nachgucken, dass ich auch immer nach jedem Reha-Besuch dort eben nochmal zum Abschluss untersucht wurde. Also es gab immer am Anfang der Reha eine Untersuchung, dann eben am Ende. Und es war halt krass, dass innerhalb 3 oder 4 Wochen, die ich dort war, sich meine Skoliose allein durch dieses tägliche, wirklich, da haben wir 8 Stunden lang Übung gemacht, meine Skoliose nochmal um ein paar Grad verbessert hat. Und wenn ich dann die dann eben daheim, wenn man die dann eben daheim noch regelmäßig weiter fortführt, die Therapie, und zur Krankengymnastik geht, dann kann dieses Ergebnis auch behalten werden. Ich meine, klar bringt es dann nichts, wenn man halt nach Hause kommt und überhaupt nichts mehr macht, dann geht die Gradzahl halt wieder zurück und wird schlechter, sagen wir es mal so. Dann schreitet die Gradzahl eben wieder voran und wird schlechter. Aber mir persönlich bringt es halt voll viel, dann immer noch in die Krankengym zu gehen, was mich halt auch motiviert und dort meine Übungen weiterzumachen. Und genau, ja, und Erfolge bei klinischen Untersuchungen, wie gesagt, jetzt, ich wurde ja, wann wurde ich denn nochmal geröntgt? Im Oktober? Oktober oder September? Auf jeden Fall im Herbst. Und ja, da hat sich eben auch nochmal gezeigt, dass meine Gradzahl viel besser geworden ist durch die Therapie, durch das Korsett. Und ja, das ist so mein Skoliose-Erfolg. Okay, also ich sehe, das war es jetzt sogar schon mit euren Fragen. Aber falls ihr noch weitere habt, dann scheut euch auf jeden Fall nicht in die Kommentare, welche zu stellen. Dann drehe ich gerne auch noch einen dritten Teil des Skoliose-FAQs. Und genau, vielen Dank euch fürs Einschalten. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!